So, Christian Porricelli, wir sind jetzt hier in St. Moritz im Trainingslager. Jetzt erzähl mal doch kurz, was wir hier machen, was wir essen, was wir trinken und wie so unser Tagesablauf ist. Ja, also hier sind wir natürlich hier viel trainieren, hier mit, müssen wir hier schauen, hier den Europacup-Sieger von 2007, Philemon Gilmay. Die anderen sind jetzt auch noch trainieren. Wir haben heute die Einheit, zweite Einheit ausgelassen. Dann können wir euch mal sagen, was so angesagt ist, so auf dem Menüplan hier. Normalerweise immer zwei Einheiten, aber wir haben jetzt heute eine ausgelassen. So am Frühstück immer so ein bisschen Müsli, dazu vielleicht einen Kaffee und eine Apfelschorle. Wenn ich, ein paar von euch wie ich trinken keinen Kaffee, vielleicht eine Cola oder eine Red Bull, so ein bisschen wach werden. Dann also gehen wir immer trainieren, so 25 bis 30 Kilometer so. Also heute war ziemlich hart, also muss ich sagen, für die hinten raus 15. Also echt platt, also dann brauchen wir natürlich ein bisschen Nudeln normalerweise nach dem Training. Aber dazu kann vielleicht hier unser Spezialist, Nudelspezialist, Alpgold-Nudelspezialist was Ja dazu klar, sagen. wenn wir natürlich viel laufen, brauchen wir natürlich auch viele Kohlenhydrate. Und da haben wir natürlich hier unsere Spezial Ja, ich muss mal Alpgold. hier nach zurück. Also ja, wiederholen. Also was haben wir hier? Alpgold-Spätzle aus Trochtelfingen, direkt von mir mitgebracht. Die geben uns eigentlich die nötige Energie, die wir dann für die hunderte von Kilometern, die wir hier Ja, abspulen, wir sehen auch dann brauchen. auch für zwischendurch normalerweise immer so Riegel, aber die sind jetzt, glaube ich, ziemlich alle. Hier haben wir noch ein Ja, paar so Gels, Power so Power Gels. Shots. Und hier auch noch so ein paar Red Bulls und so. Weil ich meine, wenn Philly so oder der Fitch immer da Gas geben, ist ziemlich hart. Am Ende braucht man die richtige Energie. Also bis zum nächsten Mal. Team Komachina Trainingslager. Bis bald. Macht's gut, ciao.